Hallo, Damen und Herren, herzlich willkommen zurück bei Dunfun mit meinem neuen Thementeam und ja, wir sind Schweine und die Schweine sind los und ja, was für eine Schweinerei hier ist und ja, oder nennen wir es einfach Schwein gehabt, sechsmal. So, oben rechts der Like-Code und ja, wir haben ein sehr balkiges Groink mit viel KP-Investment, bisschen Spezial, Defensive, mit einem spezialdefensiven Wesen und der Rest in Verteidigung, damit da auch in der physischen Verteidigung was aushält. Also so gut wie alles in Verteidigung dann reingeballert. Dann haben wir Teifel mit Eipfelbeere, Pferdestärke, Eiszapfagel und Weißnebel. Der Weißnebel soll dafür sorgen, dass Fuego nicht hier rumbedrohen kann und sonstigen Blödsinn anstellen kann. Dann haben wir Flammerex und Verkokel, meine MVPs, also die beide rocken hammerhart. Ja, und dann haben wir unten links Ferkuli und Fragrunz mit der Dufthülle. Mit Dufthülle kann kein Verhöhner durchkommen. Und ja, die beide können sehr nervig sein. Ferkuli sogar ist schlimmer als Fragrunz. Auf Fragrunz könnte man vielleicht Lehmschuss rausnehmen und dafür eine sinnvollere Attacke reinnehmen. Ja. Ich habe schon erwähnt, oben rechts ist der Like-Code und ja, viel Spaß bei den Rangkämpfen. Oink, oink. Dann machen wir das so, Verkokel hinterher. Und ein Keifel vielleicht? Ja, ein Keifel macht hier was her. Ja, so, ich habe den Wankelstrahl rausgehauen. Oh, Toxapad direkt zum Anfang hin. Nicht schön. Flächenmacht. Und hier machen wir ein Gena. In der Hoffnung, dass er links zuerst angreift. Rankenkeule. Das tanken wir. Sehr schön. Passt alles. Wie viel Schaden macht das? Ah, Gott, viel zu wenig. Viel zu wenig. Gut, dann machen wir mal Bizarro Raum. Wir machen nochmal eine Flächenmacht. Und hier machen wir mal ein Gen auf der rechten Seite. Ogapon wird zurückgerufen. Habe ich mir schon gedacht. Einflächen macht und dann ist dieses Pokémon hinüber. Okay, ich nehme es zurück. Blöde Citrobeere. Toxin kommt. I see. Wir machen eine Standpauke und ja, was machen wir denn hier? Wir gehen weiter auf der rechten Seite. Ja. Genesung! So ein Schwein. Wart's nur ab. Flächenmacht. Was machen wir denn hier? Wir gehen dann weiter. Bis auf volle Erschöpfung.
Okay. Haben wir eine Standpauke. Hier machen wir... Ja, Notsituation reicht noch nicht. Wir machen hier nochmal einen Gena. Wir versuchen den Bezauberraum rauszuholen und jetzt machen wir eine Notsituation. Gut. Friss. Okay, jetzt machen wir eine Standpauke und Fragrunz schicken wir zurück für Keifel. Ja, verbunkere dich. So. Okay, Sturmblitz hat keine Wirkung, ist fehlgeschlagen. Ah, ja. Krebsmatch. So, Verkokel. Kommt zum Einsatz. Wir protzen hier rum. Wir protzen hier rum und machen hier ein Eiszapfhagel. Ja, genieß dich mit deinen Toxapex. Und tschüss. Ogerpon kommt. Zwei Bezauberraumrunden noch. Wir protzen nochmal hier. Und hier machen wir einen Eiszapfhagel. Ja, wir machen das so. Protzen Eiszapfhagel. Okay. Hat er doch gerade auch geschafft. Ja, das habe ich kommen sehen. Deswegen protzen wir hier rum. Ja, mit beiden defensiv gehen, das freut mich doch.
Das nehmen wir gerne in Kauf. So, jetzt einen dicken Ableithieb und hier ein Eisabfragel. Hat da anscheinend keine Angriffsmöglichkeiten. Let's do this! Dritte Dimension ist normal. Urshifu. Okay. Ableithieb. Und hier machen wir eine Ausdauer. Ja, da hat der Protzer aber gemeddert, mein Freund. Sehr schön. Die Ausdauer wäre für die Katz gewesen. Ah, ich verstehe. Okay. Ein Sash. Machen wir nochmal einen Protzer. Ne, wir machen eine Nitro-Ladung. Und hier machen wir eine Pferdestärke auf Toxapex. Bunker schlägt fehl. Yes! Läuft doch. Pferdestärke geht nicht daneben. Oh, macht die Hälfte. Wunderbar. Okay. Ja, wir machen einen Ableithieb und machen nochmal eine Pferdestärke. Nützt mir nichts, weil er einen Bunker einsetzt. Ja, komm, Ableithieb, Pferdestärke, bitte triff. Nee, ne? Bunker trifft zweimal, unglaublich. So, jetzt habe ich ein Problem. Wir sind mit Verkuckel um einen schneller. Das gefällt mir nicht. Ja, wir können Kopfstoß machen, volle Kajüte drauf und einen Lehmschuss. Und hoffen, dass es reicht. Let's go!
Geht doch. Wunderbar, mein Schweinchen. So, Secondo Match. Es ist ein Eisteam. Oh nee. Darauf habe ich echt keine Lust. So, Ferkuli. Groink. Dann holen wir Flambirex rein. Und zu guter Letzt. Würde Verkokel sich wahrscheinlich hier gut machen. Keifel sehe ich nicht wirklich. Besonders nicht mit meiner falschen Terra. Okay, let's go. Okay. Was erhöht er? Initiative. Schön. Wir machen eine Notsituation. Nach links. Und machen hier ein Bezauberraum. Naja, es sind immerhin spezielle Angreifer. Alles, allesamt auf der gegnerischen Seite. Und mit Standpauke können wir ja gut dagegen halten. Er hat seinen Aurora-Schleier, ich habe meinen Standpauke. Aurora-Schleier kommt von links aus. Aha, okay. Und von rechts kommt der Eissturm. Das macht echt wenig Schaden auf Herkuli. Das ist enttäuschend. Wisst ihr was? Jetzt können wir noch eine Notsituation machen. Auf den rechten Slot, oder? Oder switchen wir einfach hier aus? Wir switchen aus. Macht eine Flächenmacht. Reicht leider nicht wegen dem Aurora-Schleier. Blizzard kommt durch. Tut das weh. Und was kommt jetzt? Nochmal ein Blizzard. Okay. Hier haben wir ein Schutzschild. Schutzschildprotzer, Schutzschildprotzer. Nee, 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 nee. Hier haben wir ein Schutzschild. Sternpauke. Es hat gereicht, okay. Ja, da kommt die Speckschicht durch, mein Freund. Okay, Verkokel wäre jetzt sowas von besser hier. Immer ein Protzer, normale Standpauke, let's go! Blizzard kommt. Nehmen wir zum Frühstück. Zauberstein kommt. Ah, das wird langsam hier heikel. So, Schutzschild und nochmal eine Standpauke. Oder nee, wir machen einen Ableitieb. Darauf und dann machen wir hier eine Standpauke nochmal.
ja, das ist der Aurora-Schleier plus Schnee. Nee, ne? Ein Volltreffer. Muss das sein. Die dritte Dimension ist normal. So, wir schutzschillen hier und machen einen Bezauberraum. Okay. Und Blizzard auf Groink nochmal hinterher. Sehr schön. Groink mit seiner fetten Schicht überlebt das. Schön Winterspeck angefressen. So, Frostflamme nach rechts. Ja, dann machen wir nochmal Standpauke. Dass er nicht switcht, ne? Finde ich sehr bewundernswert. So, ein Pokémon fliegt. Müsste. Frostflamme ist ja sehr effektiv. Sehr schön. Hier, holen wir Ferkuli rein. Okay. Notsituation nach rechts und hier machen wir normale Standpauke. Gut, gut, gut. Arktos ist so unbrauchbar. Ferkuli überlebt, Groink auch. So, Spezialverteidigung sinkt. Na endlich hört's auf zu schneien. Ableithieb und eine Standpauke und weiter geht's. Ja. Sehr schön. Weg mit Sibirio. Und jetzt können wir uns in Ruhe um Arktos kümmern. Hat er eine Flugattacke am Start? Ist das ein Wahlglas? Das würde mich sehr interessieren. Und ein Kopfstoß. Goodbye. Ups. Yes. Zweite Runde. Ferkokel hat gerockt. Was ist los hier? Okay. Ja, diese Flächen macht. Sie ganz stark Flächen macht. Groink muss auf jeden Fall dabei sein. Und ja, zur Not terran wir mit ihm. Ja, wir holen Ferkuli, dann Flammenbirex und zu guter Letzt Frakrunz. So, mein drittes Match hintereinander. Okay. Was ist jetzt los? Oh. So, okay. Interessant. Mhm. Ja, Groink. Groink kommt rein. Wo bist du? Da ist mein Groinkchen. Puh, ich sehe eine Explosion auf mich zukommen. Wirklich.
Ferkuli. Oh, Fragrunz macht auch Sinn. Fragrunz, dann Ferkuli und zu guter Letzt Dichtiger. Wir hatten gerade einen Disconnect auf der gegnerischen Seite. Und wenn man 4 Matches hintereinander gewinnt, ist man in der Meisterballklasse, wenn man in der Hyperballklasse natürlich die 4 Matches bestreitet. Nicht schön. Mag ich nicht sehen. Langes her. Wird mein Pokémon Trefferschwall tanken? Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall Bezauberung probieren. Was machen wir hier? Gena auf der linken Seite. Ableitief, okay. Sehr schön. So wollten wir es haben. Okay. Dann holen wir Ferkuli rein. Und jetzt noch ein Orkan auf Ferkuli. Okay. Ja, die Verwirrung muss echt nicht sein. Wir hauen Flächenmacht daraus und eine Notsituation nach links. Komm, komm durch, bitte. Oh ja. Sehr schön. Können wir rausnehmen? Nein, es reicht nicht. Orkan auf mein Groin. Nehmen wir. Und Trefferschwall, das nehmen wir hundertprozentig nicht. Okay. Das ist Scheide. Scheiße. Ah. So, wir greifen auf jeden Fall an. Und hier machen wir eine Säuselstimme. In der Hoffnung, dass wir durchkommen, natürlich wieder. Bitte komm durch, bitte, 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 bitte. Ja! Oh yeah! Ferkuli sweeped! Tschüss, Urshifu! Oh, ich steig mit dem Team in die Meisterballklasse auf. Das ist echt viel Arbeit mit dem Team, das zu schaffen. Nicht schön. Und Ogapon. Ja, wir nur Situation nach links natürlich. Und was machen wir hier? Ein Protzer? Ein Schutzschild? Nee, wir Ableitiepen direkt dann hinterher noch. Ah komm, wir protzen einmal rum. Nein, wir machen nichts davon. Wir Ableitiepen. Und Notsituation nach links. Eine dritte Runde verwirrt. Oh mein Gott. Nein, tu es nicht, Ferkuli. Ah, okay, ich rechne mit einem Lost. Okay, das hat gut Schaden gemacht. Der Stromstrahl wird auf jeden Fall nicht schmecken. Jupp. Und eine Rangkeule hinterher. Let's go. Ja, keine Chance. Ja, Ferkuli hat super Arbeit geleistet. Aber hey, dreimal hintereinander angreift in der Verwirrung. Das ist schon mega Luck. Ach man, das ist so ärgerlich. Hätte ich dieses Match gewonnen, wäre ich in die Meisterballklasse aufgestiegen. Ja, damit reiße ich gar nichts mehr. Goodbye.
Okay, ich glaube, das ist das Beste, was ich aus dem Team raushauen konnte. Ich habe auch Wankelstrahl gespielt auf Groink, aber mit Bezauberraum zusammen ist das halt zu langsam. Abonnieren, liken. Bis zum nächsten Mal. Oink, oink.